Und damit herzlich willkommen, oder hallo und herzlich willkommen, ich bin Günther LP und das hier ist ein kleines Let's Play zu der kleinen, aber feinen Adventure Map namens Glasobstacle-Kurs. Und ja, das war eigentlich auch schon alles, was ich sagen wollte, ne? War ja ein schöner Part, ich hoffe, es hat euch gefallen, tschüss. Nee, das geht ja nicht, nee, das kann man ja nicht anbringen. So, letztes Mal sind wir stehen geblieben bei dem, bei der kleinen lieben Sprung-Challenge hier. Das ist leider relativ schwierig, vor allem mit diesen kleinen Zäunen. Ne, die sind einfach nur widerlich. Und wenn ihr sagt, du bist ja voll der Noob, dann downloadet euch die Map doch selbst und macht's besser. Wobei ich dann wirklich wahrscheinlich Videoantworten bekomme, wo jemand es besser macht. Aber egal. Komm. Ich werde das schon schaffen. Auch wenn ich hier gerade ein bisschen rumnube. Rumnube im Sinne von, dass die Aufnahme jetzt schon komplett verkackt ist und so. Ich kann die eigentlich schon komplett wegschmeißen und so. Das ist ja alles total schlecht. Ja. Jetzt bin ich ja runtergefallen. Toll. Und ich versuche jetzt auch mal, diesmal ein bisschen das aufzunehmen. So testweise diese Adventure Map. Und wie genau das sein wird, das seht ihr, wenn das nicht dann geht. Nee, erstmal natürlich die Aktion am Anfang mit dem Intro, die ist ja schon mal anders. Und die will ich jetzt, wenn möglich, auch immer so machen. Ey, das hat hier voll von Shuffle LP oder Concrafter oder irgendwie so abgeguckt. Na und? Was ist schlimm daran, sich was abzugucken? Wenn ihr so denkt, seid ihr pro ACTA. Wobei, ACTA ist ja natürlich auch so eine Sache, es ist natürlich auch schon eine lange Zeit her und jetzt kümmert sich da gar keiner mehr rum. Und jetzt kommen diese ganzen Gesetze, beziehungsweise dieser Gesetzvorschlag kommt einfach jetzt nur verstückelt rein. So von Zeit zu Zeit. Bloß diese Wandlungen so klein sind, dass wir das für unwichtig sehen, also für unwichtig ansehen. Aber alle zusammen sind dann doch wichtig, also alle Entscheidungen. Ach, fuck. Fuck. So. Ist ja meistens so, wenn Sachen kleiner sind, zum Beispiel, ich weiß nicht, Preise oder so, dann kaufen wir viel, viel lieber davon. Deswegen werden jetzt auch heutzutage bei iTunes nur noch einzelne Lieder verkauft. Also, ich glaube, es können auch Alben gekauft werden, natürlich bei iTunes, aber es gibt jetzt auch viele Sachen, wo einfach nur ein Lied gekauft wird, weil die Leute dann viel lieber dazu tendieren, sich ein einzelnes Lied zu kaufen. Anstatt ein ganzes Album, wo sie dann die Hälfte der Lieder hören. Obwohl das Album eigentlich billiger wäre, als wenn man sich alle Lieder einzeln kaufen würde. Naja, ich will jetzt hier nicht zu viel über Preise und iTunes und all so ein Quatsch philosophieren. Das hebe ich mir für den Philosophieunterricht auf. Was auch eigentlich mal ein cooles Thema wäre. Solche neuartigen Themen, das findet man eigentlich recht selten in der Schule. Finde ich jetzt so. Zum Beispiel Internet, das ist ja, ich denke, für sehr, sehr viele junge Leute ein wichtiges Thema, kommt aber in der Schule eigentlich niemals dran. Und das ist ein bisschen schade, finde ich. Weil ich glaube, wenn so, ja, der Unterrichtsinhalt, wenn der so ein bisschen schülerbezogen wäre, dann würden, glaube ich, auch viel mehr Leute aufpassen und auch viel, viel besser lernen. Ich weiß, die Schulen versuchen das, schrägstrich die Lehrer versuchen das schon immer so auf die Schüler, ja, zu übertragen. Aber, beziehungsweise was wichtig ist für die Schüler, das so zu präsentieren. Aber ich finde vor allen Dingen so in Sachen Internet und Gaming und ach, was weiß ich, was den jungen Leuten von heutzutage einfach sehr wichtig ist, ist da so ein bisschen, naja, nicht ganz so angesprochen. Das ist wirklich ein bisschen schade. So, woppa. 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 Dann hat man immer solche Standardthemen immer so. Keine Ahnung, ich weiß nicht, zum Beispiel Hitler oder so. Das ist, oder beziehungsweise der Zweite Weltkrieg. Das ist in jedem Unterricht, egal ob, ich weiß nicht, Geschichte, so wie Biologie. Alles Mögliche, da findet man immer Zweiter Weltkrieg und ja, Hitler und talala. Und ich weiß, es ist wichtig, solche Themen auch durchzukauen, aber wirklich, das kommt ja total oft vor in der Schule und das ist doch total schlecht eigentlich. So schlecht wie ich beim Let's Playen.
So. Und so schlecht wie hier das Gameplay. Okay. Go, go, go. Oh. Nein, jetzt verkacke ich hier die ganze Zeit. Ich will ihn doch nicht. Ach, verdammt. Okay, okay, okay. Ist schwierig, sich so selbst zu motivieren hierbei. Obwohl die Aufnahme eigentlich auch gerade erst angefangen hat. Aber egal. Sagte der Wal. So. Na gut, jetzt Community, da habe ich auch schon ein bisschen ein paar Worte drüber verloren, oder? Ich glaube schon. Aber es kommt ja demnächst auch wieder ein Infovideo am 1.6. Irgendwie stotter ich dieses Mal irgendwie so ein bisschen. Oder? Nee, das ist nur mein Echo. Das muss so sein. So. Ha! Go, go, ich will das schaffen. Wieso falle ich denn immer hier runter? Das will ich doch gar nicht. Komm, komm. Oh, go. Ach, Fuyu, Junge. Fuyu. And Fuyu too. Fuyu too, Ist auch nicht schlecht, ne? So. Ah, frische Luft, ey. Wow. So. Übrigens nehme ich in der Aufnahme jetzt auch ein paar mehr Frames auf. Ich weiß nicht, wie wird sich das später auf die Ausnahme aufnehmen wird. Und ja, das ist eben halt so ein bisschen. Ich nehme jetzt anstatt mit normalerweise meinen 30 Frames, nehme ich jetzt nur mit. Quatsche mich jetzt mit 35 Frames auf. Das ist bestimmt auch sehr schön. Ich denke zwar, das wird keinen wirklichen Effekt haben, so auf YouTube jetzt, weil einmal das Rendern, ich weiß nicht, dann werden die Frames ja auch schon verkürzt. Dann wird das, glaube ich, auf 25 Frames gepresst. Und dann auf YouTube erkennt man das, glaube ich, nicht allzu gut auch noch. So jeden Frame, sag ich jetzt mal. Also ist das, glaube ich, relativ irrelevant. Obwohl, von 30 zu 60 Frames, das erkennt man vielleicht schon. Aber Camtasia, womit ich rendere, rendert ja sowieso nur mit 25 Frames, soweit ich weiß. Bin ich mir auch gar nicht sicher. Oder ob man das auch irgendwie umstellen kann, weiß ich alles nicht genau. Ich bin so rendertechnisch nicht der Größte. Und ja, und auch nicht ganz so belehrt da drin. In Klammern leider. So, hopp, pop, 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 pop. Ja, und ist vielleicht auch aufgefallen, so in den letzten paar Tagen sind ein paar, ja, andere Videos mal gekommen. So mein Let's Server, da mal dies Draw Thumbsing, da mal eine Videoantwort an GLP. Also ich versuche gerade hier so ein bisschen was Neues und was, ja, Erfrischendes, was Erquickendes, was vielleicht so ein bisschen auch mal für Abwechslung sorgt. Ich will nicht immer so ein monotoner Typ sein, der einfach immer nur das Gleiche macht, weil das ist auch ein bisschen langweilig. Genauso wie ich hier mal das Gleiche mache, weil ich da immer runterfalle. Bei diesen scheiß Zäunen. Komm schon. Wir müssen offensiv sein gegen die Fans. Das Wortspiel habe ich schon mal gebracht. So. Go, go. Okay, jetzt schaffe ich das aber. Irgendwie bin ich gerade so ein bisschen, ja, entspannt, gechillt. Ah, einfach schön. Oh yeah. Ach Mist. Ich wollte ja heute eigentlich mit Outer City aufnehmen, anstatt mit Camtasia. Also meine Stimme. Keine Ahnung, wieso ich das nicht mache. Habe ich wohl einfach verpennt. Ja, so ist das alles schön. Go, 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 go. Ich kann ja mal gerade auf meine Themenkarte gucken. Wie die Moderatoren immer bei so Fernsehshows, bei, keine Ahnung, RTL, bei DSDS, da ist ja doch dieser hässliche Spacko, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Und der hat ja auch immer da seine Karteikarte, ne? So ungefähr müsst ihr euch das vorstellen. Und bei DSDS ist
sollte ich hier vielleicht nicht anführen, weil, ne, ist einfach des, das ist scheiße. Deutschland sucht den Spacko. Oh. Komm schon. Deutschland sucht den Superstar. Allgemein, so diese ganzen Casting-Shows und so weiter und so fort. Ich weiß ja nicht, ob das wirklich was bringt. Ich meine, die Leute sind dann, yeah, wir sind 2 Wochen lang Fame und dann werden wir in die Mülltonne geschmissen von der Musikindustrie. Yeah. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist. Ich weiß, es gibt da auch Ausnahmen wie die, ja. Wie heißen diese Angels nochmal? Oh, ich hab's gerade vergessen. Gott. No Angels, ach genau, stimmt. No Angels war's. Das ist. Also die sind natürlich welche, die in der Castingshow weitergekommen sind. Na, aber so viel mehr gibt's da glaube ich nicht. Alter, was sollen das jetzt hier? Heutzutage, ich weiß gar nicht, ob Castingshows überhaupt noch so großartig gebraucht werden. Ich meine, es gibt sowieso genug Musiker und ich glaube, die meisten, die jetzt noch großartig rauskommen, nicht die meisten, aber es ist auf jeden Fall mehr als früher, kommen heutzutage durchs Internet groß raus. Möge sich da mal Justin Bieber angucken, das ist natürlich das optimale Beispiel. Was? Justin Bieber ist doch voll scheiße! Darüber habe ich ja nichts gesagt, ich habe nur geurteilt, dass, er erfolgstechnisch relativ gut dabei ist. Ich will hier nicht über seine Musik urteilen. Das sehe ich mir für ein Let's Talk auf. Mhm. So. Wie gefällt mir die Musik gerade, muss ich mal sagen. Okay, ich kann wahnsinnig schlecht singen, aber egal. Das habe ich jetzt gerade schon mal herausgefunden. Oh Gott, ich glaube, nehme ich hier gerade nur. Oh, lol. Dann nehme ich hier gerade nur 15 Minuten lang auf und dann wechsle ich gerade auf Audacity. Das ist, denke ich, glaube ich, ein ganz gutes. Ganz gute Maßnahme. Ne, ich habe ja schon am Anfang des Partes angedeutet, dass ich so ein bisschen. Ja, auch mal anders aufnehmen will. Und damit meine ich, dass ich dann so 15 Minuten aufnehme mit Begrüßung und, ne, Verabschiedung und so weiter und so fort. Und dann werde ich im nächsten Part, ja, nochmal begrüßen und dann nochmal Tschüss sagen. Normalerweise mache ich das ja so, habe ich immer meine Aufnahmesessions, die gehen dann über, ich weiß nicht, meistens gehen die 45 Minuten, vielleicht auch mal eine Stunde. Und in dieser Stunde, / 45 Minuten, da begrüße ich euch ja nur einmal und sage ich auch nur einmal Tschüss. Und das will ich mal so ein bisschen ändern. Keine Ahnung, ist, finde ich, irgendwie besser. Du bist sowieso total schlecht, dann. Das ist auch nicht, immer noch nicht besser. Bei dir kann es ja nur besser werden. Du bist ein totaler Noob. Wieso flamme ich mich eigentlich gerade selber? Vielleicht damit ihr es nicht mehr machen könnt. Haha. Ja, irgendwie ist dieser Part ja auch nicht ganz so actiongeladen, der ist mal so ein bisschen, ja, melancholisch. Ein bisschen was erzählen. Mal nicht ganz so actiongeladen. Ja, das kann ja mal auch sein, ne? Ist ganz natürlich. Jeder Mensch hat natürlich auch seine unterschiedlichen Facetten, seine unterschiedlichen Gesichter. Und ich bin natürlich auch nicht immer nur die ganze Zeit total actiongeladen drauf und mach die ganze Zeit Party oder so. Also ich mache natürlich schon die ganze Zeit Party, so Alkohol, also, ne, Spiegeltrinkermäßig. Oh, jetzt will ich das aber langsam mal schaffen. Vor allem, ich verkacke immer bei den Zäunen. Das verstehe ich nicht. Aua. Jetzt habe ich mir schon wieder was gebrochen, das ist wirklich unglaublich. Immer breche ich mir was. Naja, und immer breche ich. Da kommt mir ein Mock hoch. So, go, go. Schaffen wir. Schaffen wir. Schaffen wir ist natürlich auch so komplettes Hochdeutsch. Ja, ich merke schon, ich spreche irgendwie heute nicht ganz so mein, ja, angenehmes Hochdeutsch. Man hat ja immer einen kleinen Akzent, egal wo man wohnt. Auch in Hochdeutsch Asien. Rasien, nicht Asien.
da hat man natürlich gar keinen Akzent. Also wenn das mal zum Beispiel vergleicht hier mit den Bayern. Ich bin froh, dass ich nicht in Bayern wohne und nicht so, ja, man, ich springe ja mal ein bisschen rum und jetzt darauf und dann müssen die Kuh melken. Macht total so Spaß. Ich weiß gar nicht, irgendwie hat jedes Bundesland so ihren Akzent. Aber ich kann das nicht gut nachmachen, deswegen lasse ich das jetzt mal lieber an der Stelle sein. So. I just can do a German accent when they speak English. And this accent is very, very good. I think I should study English. Also nicht im Sinne von lernen, sondern von studieren, study. Nein, Englisch bin ich nicht so gut, das ist dann eher weniger gut. Aber ich will euch hier nicht jetzt hier mit allem möglichen meinen Noten voll quatschen. Ich will euch lieber mit alle meine Alemannia-Arten voll quatschen. Mhm, natürlich. Chelsea hat gewonnen. Yeah, glaube ich zumindest. Yeah. Ich habe sogar auf Chelsea getippt. Also jetzt nicht irgendwie so, ne, auf Fat Cashy getippt. Oh, ich glaube, ich habe jetzt meine 15 Minuten voll. Das mit dem Fashion Week, ne? Wisst ihr Bescheid? Und wir sehen uns auch beim nächsten Mal. Hoffe ich zumindest. Und ja, haut rein.